Für die Bullen gab es ja viel Gewinne einzustreichen, aber haben sie es tatsächlich gemacht? Diese Frage werden wir gleich beantworten. Hallo Joachim, der DAX hat seit vergangenen Mittwoch die 200 Punkte Verlust wieder gut gemacht. Das scheint einigen der Vorwochenkäufer gereicht zu haben. Also die sind wieder aus dem Markt rausgegangen, sowohl Profis als auch Private. Wie erklärst du dir diese schnelle Zufriedenheit und was bedeutet das für deutsche Aktien? Nun gut, wir haben in der Tat erst einmal einen Rückgang im Börse Frankfurt Sentiment Index von 10 Punkten. Und wenn wir auf die Grafik gucken, dann sehen wir das recht eindrucksvoll, nämlich von plus 19 aus dem Jahresextrembereich des Optimismus zurück auf plus 9. In der Tat hat es Gewinnmitnahme gegeben und es gibt ja eine Kursveränderung des DAX gegenüber der Vorwoche von 1,7%. Tatsächlich waren es ja zwischendurch sogar 3% gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das normalerweise sogar für mehr Investoren genug Gewinn gewesen wäre, um sich zu verabschieden. Aber das Zustandekommen dieser Bewegung, dieser Erholung, die war ja doch recht eindrucksvoll. Es hat ja im Prinzip nur die Verschiebung des Autozoll-Straftermins um 180 Tage im Maximum gereicht, um hier tatsächlich zu einer derartigen Bewegung zu führen. Unsere heimischen Investoren haben vermutlich nicht gekauft. Ich könnte mir vorstellen, dass es vor allen Dingen auch Nachfrage aus dem Ausland war oder langfristiges Kapital. Und die privaten Anleger, denen scheint das auch gereicht zu haben. Wie verhalten die sich jetzt im Vergleich? Nun, die waren natürlich vorher nicht so bullisch gewesen, das muss man dazu sagen. Die waren vorher auf dem Stand von minus 2 im Börse Frankfurt Sentiment gewesen. Wenn wir auf die Grafik gucken, dann sehen wir hier, dass wir uns hier im negativen Terrain befunden haben. Jetzt sind wir noch ein bisschen negativer. Das heißt also, es gab ein paar Optimisten, die versucht haben, das mitzuspielen, auch erfolgreich, haben ihre Gewinne mitgenommen. Das sind 3% aller Befragten gewesen. Also das ist nicht allzu viel. Die Kluft zwischen den Privaten und Institutionellen, die ist wieder etwas zurückgegangen. Das heißt, die institutionellen Anleger sind natürlich bullischer als die Privaten, auch noch zur Zeit. Und unterm Strich, geht da ein Daumen hoch oder geht da ein Daumen runter für deutsche Aktien? Ich würde sagen, der Daumen geht in Richtung Konsolidierung, Edda. Und zwar ganz einfach deswegen, weil wir natürlich noch Marktteilnehmer haben, die, falls wir jetzt nochmal hochkommen sollten, in die Richtung der Jahreshochs, die natürlich sich dann vermutlich sogar von ihren Beständen trennen. Das sind die Optimisten aus der Vorwoche, die denen das vorher nicht genug gewesen ist. Und auf der anderen Seite haben wir an der Unterseite, also im Bereich, Kursbereich, ich würde sagen so, um die 11.800 herum. Da werden wir natürlich noch Nachfrage haben, die vielleicht dann beim nächsten Kursrückgang, vor allen Dingen diejenigen, die wieder erfolgreich gewesen sind. Man muss ja sagen, dass die institutionellen Investoren die letzten 2-3 Mal diese ganzen Bandbreiten sehr erfolgreich gespielt haben. Und falls wir hier runterkommen, dann kriegen wir natürlich auch nochmal die Nachfrage. Also unterm Strich kann man sagen, wenn wir den Optimismus der institutionellen Investoren zugrunde legen, dann ist der im 6-Monats-Vergleich sogar gar kein Optimismus, sondern ist neutral. Mhm. Und deswegen ist das wahrscheinlichste aller Szenarien eine breite angelegte Konsolidierung da. Danke dir aber für deine Einschätzung. Gerne.